Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf, der Film. In der letzten Folge sind wir aus dem Laden geflüchtet und haben die Pfeife gefunden. Das Delfin-Sound bitte jetzt einblenden. Ich würde mal sagen, wir benutzen die Pfeife gleich und mal gucken, was uns hier erwartet. Mit einem ohrenbetäubenden Pfeifenhalt der Lok über die Küste. Sekunden später führt es zum erhofften Ergebnis, als ein strahlender und goldener sie zujoggt. Er bietet ihnen einen Ritt auf seinem muskulösen Rücken zurück nach Bikini Bottom an. Nachdem sie über Bikini Bottom angekommen sind, SpongeBob und Patrick mit seinen starken Brustmuskeln direkt auf den Meeresboden. Es dauert nicht lange, bis sie merken, dass Plankton nichts Gutes im Schilde führte, während sie weg waren. Jede Person in Bikini Bottom scheint unter seiner Kontrolle zu stehen, einschließlich König Neptun selbst. SpongeBob und Patrick müssen einen Weg finden, um Planktons Kontrolle über die Bewohner zu brechen, koste es, was es wolle. Und hiermit sind wir in Kapitel 8 angelangt. Bikini Bottom hat sich aber stark verändert. Überall Plankton. Wir sind zurück, Patrick. Und zwar gerade rechtzeitig. Nun müssen wir nur noch Neptun seine Krone zurückgeben. Los, komm! Ich glaube, ich bleibe hier. Das da drüben ist Patch Perkins, weißt du? Er möchte mich vielleicht interviewen. Klar, Patrick. Okay, ich werde zurückkommen, sobald ich Neptun seine Krone zurückgegeben habe. In Ordnung. Dann gehen wir mal schnell zur großen Krabbe und zeigen Neptun, dass wir seine Krone haben. Jetzt muss ich nur noch... Ah, der Slenderman! Hier. Ich kann das nicht tun! Warum nicht? König Neptun, wir haben Ihre Krone zurück! Können Sie jetzt bitte Mr. Krabs gehen lassen? Es lebe Plankton! Es läuft nicht so, wie ich es gehofft hatte. Plankton, was geht hier vor? Was hast du gemacht? Wonach sieht es denn aus? Ich habe alle Bewohner von Bikini Bottom unterworfen. Ich habe sie in meine eigene private Blechhelmarmee verwandelt. Sie sind jetzt... Was ist das für ein Geruch? Ich glaube, ich habe ein wenig Schweiß absorbiert. Egal. Entscheidend ist, lecker. Du verlierst. Und weißt du warum? Weil du gemogelt hast? Nein, nicht weil ich gemogelt habe, sondern weil ich ein bösartiges Genie bin. Und du bist nur ein Kind. Ein dummes Kind. Ich mag zwar ein Kind sein, aber ich werde dich nicht damit davonkommen lassen. Hör dir doch mal selbst zu. Du redest sogar wie ein Kind. Ich werde dich damit nicht davonkommen lassen. Was glaubst du, was das ist? Ein Spiel auf dem Spielplatz? Du hattest nie die geringste Chance, mich zu besiegen. Nun, ich gebe noch nicht auf. Ich werde es genießen, dir beim Zappeln zuzusehen. Gib dein Bestes, Kind. Warum hat er uns denn so oft Kind genannt? Mein Gott, hier. Reden wir erstmal mit Thaddäus. Thaddäus, nicht auch noch du. Es lebe Plankton. Slenderman? Hallo? Es lebe Plankton. Oh, heiliger Kalamari. Fuck you all. Warum hat der nichts auf? Hi, Musikmacher. Hallo, kleiner Kerl. Hi. Ziemlich widerlich, was Plankton hier angestellt hat, nicht wahr? Hä? Was? Sorry, Mann. Ich war so in meinen Groove versunken, dass ich nichts mitbekommen habe. Was ist passiert? Er hat die ganze Stadt dazu gebracht, dass sie seine Eimerhelm-Dinger tragen. Und obendrauf sind Antennendinger, mit denen er ihre Gedanken kontrolliert. Boah, warte mal einen Moment. Versuchst du mir zu erklären, dass er subkryptische Alpha-Wellenmodulatoren an ihre Gehirnmatrix angeschlossen hat? Ich weiß nicht. Tue ich das? Mann, das ist ernst, Mann.
Wir müssen einen Weg finden, die Kraft des Rock zu kanalisieren, damit wir sein Gedankenkontrollsignal stören können. Wie können wir das? Naja, wir brauchen einen Verstärker. Hinter dir steht... Ja, aber dieses kleine Ding wird es ohne eine Modifikation nicht schaffen. Ihr müsst mir einen größeren Verstärker bringen. Da, das Mr. Krabs hat einen im Lager stehen. Er wollte ihn einsetzen, um vor der krossen Krabbe Musik mit unterschwelligen Botschaften abzuspielen, damit die Leute mehr kaufen. Glaub nicht, dass mir die Ironie des Ganzen entgangen ist. Aber da ist noch etwas, das wir brauchen werden. Einen umgepolten Substratofrequenzemitter. Du machst Witze. Nein. Wir brauchen ihn, um die genaue Frequenz einstellen zu können, die Plankton benutzt, um diese Helme zu kontrollieren. Er sieht wie eine kleine Glühbirne aus. Kleine Glühbirne, okay. Wo kann ich so einen finden? Nun, Plankton muss ganz sicher einen haben. Ansonsten könnte er nicht die Frequenz generieren. Also, ich glaube, das bedeutet... Ich muss in die Höhle des Löwen. In den Abfalleimer. Das wird nicht einfach. Nichts, das es wert ist, getan zu werden, ist jemals einfach. Hab keine Angst. Ich werde mich mutig den Gefahren des Abfalleimers stellen, damit das Gute siegen möge. Wow, du klingst wie Clint Eastwood in seinen besten Filmen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ja. Ich lass dich mal weiter zupfen. Okay, Kumpel. Seh dich auf dem Flipflop wieder. Dann holen wir erstmal den Verstärker aus dem Lager von Mr. Krabs. Und halten so lange Ausschau nach einem kleinen leuchtenden Dingsbums. Das aussieht wie eine Glühbirne. Was ist denn jetzt hier? Da ist ein Lautsprecher. Der Lautsprecher! Er ist genau richtig! Ist denn noch irgendwas? Boah, man halt komische Geräusche schon wieder hier. Ja, dann müssen wir jetzt dann den Abfalleimer, logischerweise. Ich überlege gerade, wenn doch dann Leute aus diesem Signal rausgehen, dann werden die ja sozusagen wieder normal. Dann können die den Eimer absetzen, aber die werden ja gesteuert, dass sie gar nicht weggehen können. Mein Gott. Alles logisch. Okay, hier bin ich. Ich muss cool bleiben. Ich muss nur in die Küche kommen, ohne gesehen zu werden. Warum schwebt dieser Krabbenburger da in der Luft? Das ist merkwürdig. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Oh, oh, ich bin nicht alleine. Oh, der Kerl sieht aber gut aus. Irgendwie sieht er aber nicht freundlich aus. Ich muss zur Küchentür kommen. Und ich sollte besser diese Krabbenburger einsammeln, damit Plankton nicht das geheime Rezept herausfindet. Außerdem sollte ich meinem Roboter-Ich aus dem Weg gehen, während ich das tue. Er scheint über etwas sauer zu sein. Oh, das ist jetzt wie Pac-Man. Ich hab doch den Krabbenburger. Oh nein! Hä, kann ich da drüber laufen? Nee. Ich hab den Krabbenburger doch eingesammelt. Verarsche. Naja, okay, ich hab... Das habe ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Renn, SpongeBob. Hurra, ich habe es geschafft. Jetzt kann ich holen, weshalb ich hier bin. Das Ding. Das sieht wie eine Glühbirne aus. Ich hoffe, es ist das richtige Teil. Müsste ich das gleiche Spiel jetzt nochmal zurück machen? Schon wieder? Na. Okay. Ich muss zur Tür kommen, die Krabbenburger einsammeln und das verrückte Roboter-Ich umgehen. Fertig? Los! Oh, das ist jetzt schneller. Das Roboter-Ich. Roboter-SpongeBob. Scheiße. Oh, fuck. Knapp, 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 knapp. Oh Gott. Tja, ausgetrickst hier. Wow, das war knapp. Jetzt müssen wir zu dem komischen Musikermensch, dass der uns das hier... Nein!
Ich hab sie, ha! Es lebe Plankton. Oh nein, sie haben dich erwischt. Es lebe Plankton. Fuck. Ich glaube, ich muss dieses Ding selbst ausprobieren und zusammenbasteln. Es lebe Pl... Ja, ja, ich hab's kapiert. Nimm Gitarre. Das ist eine ultra coole Gitarre. Ich glaube nicht, dass der Gitarrentyp noch eine Verwendung dafür hat. Nimm dann noch den Verstärker. Aber ich wette, er hat nicht genug Power, um das zu bringen, was er sollte. Dann das da mit dem Verstärker. Ich habe den Lautsprecher an den Verstärker angeschlossen. Aber ich brauche noch immer dieses Substrato-Magie-Dings da, um Planktons Helmfrequenz einstellen zu können. Ja, dafür haben wir ja das da. Ich bin bereit zu rocken! Ja, dann denke ich mal da rein. Und hier... Benutzt den... Ich würde nicht in einer Welt leben wollen, in der das möglich wäre. Muss ich denn erst... Dies ist ein Mega-Verstärker. Okay. Dieses Ding könnte den Rost von einem gesunkenen Schiff lösen. Jetzt muss ich nur noch die Gitarre einstöpseln und mir das Herz aus dem Leib spielen. Dann spielen wir Gitarre. Kann SpongeBob überhaupt Gitarre spielen? Das werden wir jetzt ja sehen. Plankton, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ja? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Es ist nur, dass du recht hast. Ich bin nur ein Kind. Natürlich habe ich recht. Weißt du, ich habe in den letzten 6 Tagen 5 Minuten und 27,5 Sekunden jede Menge durchgemacht. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, dass du bist, was du bist. Das stimmt. Und keine noch so große Menge an Meerjungfrauenmagie oder eine Beförderung zum Manager oder jeder andere dritte Grund können mehr aus dem machen, was ich im Innersten wirklich bin. Ein Kind. Das ist großartig. Aber das ist okay, weil ich das getan habe, von dem alle gesagt haben, dass es kein Kind schaffen könnte. Ich bin in der Muschelstadt gewesen. Ich habe den Zyklop besiegt. Ich habe den geritten. Und ich habe die Krone zurückgebracht. Ja, oh ja. Ja, komm endlich zum Punkt. Nun ja, ja, ich bin ein Kind. Und ich bin auch ein Golfball. Hä? Und eine Flügelmutter. Und ein Schwachmaticus Max Passitron. Was geht hier vor? Aber am meisten bin ich... Bin ich... Ganz ruhig. Ruhig. Was? Bin ich ein Goofy Goober. Ein was? Let's rock. Ich muss die Noten dieses Songs richtig verdammt spielen. Oder er wird Planktons Gedankenkontrollhelme nicht zerstören. Ja, und wie spiele ich? Hä? Ach so, na dann. Ich habe gedacht, das wird jetzt schwieriger. Yeah, fühl den Groove. Ach, fühl du den Groove. Was labert der für einen Scheiß? Oh Gott. Yeah, fühl den Groove. Oh, wie lang denn noch? Ah, das ist blau. Blau, blau. Lila, grün. Aha, okay. Groove weiter. Ich bin doch dabei, und um weiter zu... Verdammt. Nein, ich habe eine Note verkackt. Steht da unten rechts, wie viel ich noch brauche, oder wie? Oh Gott, das wird ganz schön schwer. Aha, okay, gut, weiter. Ja, mach ich ja schon. Ja. Oh, es wird schneller. Ja. Oh, da ist Lila. Hä? Ach so. Was passiert denn jetzt? Geschichte. Und so setzt SpongeBob die Macht des Rock'n'Roll ein, um das Böse zu besiegen. Es ist eine Farbe, die so alt ist wie die Zeit selbst. König Neptun, von seinem Helm befreit, erhält die Krone zurück und lässt Mr. Krabs dankbar aus seinem Eisgefängnis frei. Plankton ist aus dem Verkehr gezogen und in einer adäquaten Institution untergebracht. Patrick wird schließlich von Birch Perkins interviewt. Mindy erhält den Respekt ihres Vaters, der nie wieder ihren weisen und leidenschaftlichen Rat missachten wird.
obwohl er ziemlich beharrlich darauf besteht, dass irgendjemand für 1000 Ewigkeiten im Kerker verrottet. Und SpongeBob, das Kind, die Flügelmutter, der Schwachmaticus Max Besitron? Nun, das heißt jetzt Manager Schwachmaticus Max Besitron für dich. Ende. Ende. Ein... Gott, mein Herz gerade. Ein recht lustiges Let's Play geht vorbei. Meine Kritik bzw. Fazit. Also ich fand's lustig und dafür, dass es ein Kinderspiel war, was von den Rätseln wirklich anspruchsvoll und hätte ich es damals nicht gespielt als etwas kleineres Kind, dann wäre ich wahrscheinlich an manchen Stellen wirklich gescheitert. Schade ist, dass es zu kurz war und dass, naja, halt so Sachen dabei waren, die mir jetzt nicht so gefallen haben, wie mit diesem Hotel und mit der einen Folge, die ihr leider nicht gesehen habt, mit dem komischen, mit der komischen Höhle, die habe ich ja leider gefailt, keine Ahnung warum. Ja, aber im Allgemeinen fand ich das Spiel eigentlich sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in unserem, beziehungsweise meinen anderen Let's Plays. Bis dann, Leute. Tschüss.